Hallo zusammen, wir begrüßen euch herzlich zu unserem Workshop Complete Anatomy und Coole Gadgets. Mein Name ist Afrit, ich bin im vierten Studienjahr und das ist mein Kollege. Genau, ich bin Willi, ich bin aus dem fünften Studienjahr und wir wollen euch heute so ein bisschen zeigen, was wir für Apps und Programme brauchen, um so gäbig durch das Studium zu kommen. Und da erzählt euch jetzt Afrit noch ein bisschen mehr dazu. Ja, voll. Ich würde sagen, wir fangen mit der Anatomie-App an, das ist eigentlich das Coolste. Sonst Willi startet die Anatomie-App, ihr seht den Ladescreen, genau, dann einfach auf Models drücken. Gut, falls ich ein bisschen vorbeischaue, wir haben hier noch einen Monitor, darum schaue ich vielleicht ein bisschen vorbei. Jetzt seht ihr eigentlich eine wunderschöne, grosse Arbeitsfläche. Ihr seht das Skelett, das deckt fast die ganze Oberfläche. Unten habt ihr einzelne Kategorien. Und auf der rechten Seite habt ihr noch Tools, auf die werde ich noch eingehen. Ihr seht, ihr könnt euch mega frei bewegen. Also ihr könnt das Skelett drehen, reinzoomen, scrollen, was auch immer. Und das ist der Unterschied zum Atlas. Also ihr könnt wirklich, im Atlas habt ihr einfach ein Bild, das euch vorgeht. Und hier könnt ihr wirklich. Es wird gerade angeregt, ob ihr könnt auf Hochdeutsch. Ah, okay, ja, klar. Ich wechsle auf Schriftdeutsch. Genau, also ihr könnt im Gegensatz zum Atlas, wo ihr einfach ein Bild habt, das ihr nicht mehr ändern könnt, könnt ihr hier euer eigenes Bild und das Modell wirklich aus dieser Perspektive anschauen, wie ihr es möchtet. Also dies kommt dem Präparierkurs am nächsten. Starten wir doch mit der Kategorie Muskeln, denn im ersten Jahr müsst ihr die Knochen, Gelenke, Bänder, Muskeln und die wichtigsten Leitungsbahnen lernen. Also Willi, blende doch mal die Muskeln ein. Also ihr seht ein Pluszeichen. Und mit diesem könnt ihr wirklich Schritt für Schritt, Schicht für Schicht die Muskeln einblenden lassen, also von innen nach außen. Ihr seht, es ist sehr detailliert, die Darstellung. Ich würde sagen, wir nehmen gleich ein Beispiel. Genau, Willis Lieblingsmuskel, der Musculus Artorius. Wie ihr seht, das ist noch eine Seite aus eurem Präparierskript. Ich weiß nicht, ob ihr dieses schon erhalten habt, aber ihr werdet das sicher in der ersten Woche erhalten. Ihr seht hier die detaillierten Lernziele, also den Musculus Sartorius. Und bei den Muskeln müsst ihr eigentlich lernen, wie heißt der Muskel, wie verläuft der Muskel, wie wird er innerviert, wo setzt er an, wo ist sein Ursprung und so weiter und so fort. Und die Funktion. Der Sartorius eignet sich gut, um ein Beispiel zu zeigen, und zwar die Funktion. Der Sartorius hat eine sehr spezielle Funktion, und zwar macht er eine Außenrotation in der Hüfte und eine Innenrotation im Knie. Als ich im ersten Jahr war, dachte ich so, hä? Wie sieht jetzt das eigentlich aus? Wie funktioniert das? Und hier habt ihr die coole Funktion rechts, Motions. Und zwar habt ihr da wirklich animierte Funktionen, also ist die Funktion wirklich animiert. Und ihr könnt sie auch hier von jeder Seite eigentlich betrachten. Das Coole daran ist, ihr habt unten eine Anzeige je nach Grad. Und ihr könnt auch anzoomen. Also hier könnt ihr, wenn ihr ein bisschen näher geht, seht ihr eigentlich die Bewegung im Gelenk, die minimal eine Außenrotation ist und so weiter und so fort. Genau. Also das eignet sich sehr gut, um einzelne Funktionen zu veranschaulichen, denn es gibt ein paar eklige Muskeln, die wirklich schwierig sind. By the way, beim Sartorius, kleine Eselsbrücke, der ist zuständig für den Schneidersitz, so könnt ihr es auch in der Prüfung wieder abrufen, die Funktion. Gut, gehen wir weiter. Mhm. Vielleicht noch kurz, rechts habt ihr ja so die eingeblendeten Namen des Muskeln und so einen Text. Der Text ist irrelevant für euch, ihr könnt es bei Interesse lesen. Allerdings konzentriert euch wirklich aufs Skript. Das sind die Lernziele, die auch an der Prüfung drankommen. Gut. Ja, gehen wir mit dem Gefäß weiter. Mhm. Gut, ihr seht hier, das ist jetzt ein Ausblick ins zweite Jahr, weil die Organe und Neuroanatomie und so weiter, all das kommt dann im zweiten Jahr. Das ist dann ein bisschen der Pain, aber sehr spannend. Hier seht ihr ein gutes Beispiel, dass auch die Organe sogar animiert sind. Und Willi hat jetzt eigentlich die Knochen entfernt, also wenn ihr auf eine Struktur drückt, wird sie hervorgehoben und dann könnt ihr einfach Hide drücken, das wäre oben links zu finden, genau, und dann verschwindet die Struktur. Ja, der Willi hat jetzt die wichtigsten Strukturen weggenommen, nimmt jetzt die Vorderwand des Herzens weg und jetzt sieht ihr eigentlich wunderschön, wie die einzelnen Klappen, die Segenklappen und so weiter ineinander greifen und so könnt ihr euch auch diese Sachen besser vorstellen und nachvollziehen, wie die Funktion geht. Genau, also das ist echt cool und es kommen auch weitere Funktionen immer wieder dazu. Könntest du schon mal die Muskeln einblenden? Mhm. Top. Jetzt machen wir noch einen Schnitt durch den Oberschenkel. Da habt ihr oben rechts Tools, könnt die Schere auswählen, Cut und könnt eigentlich schön, genau, mehrere Schichten auswählen und der Willi macht jetzt so einen Schnitt durch. So, jetzt ist eine Scheibe rausgeschnitten. Warum zeigen wir euch dies? Das ist eigentlich vor allem für die Prüfung relevant. Weil ihr werdet im ersten Jahr, nächste, ich weiß nicht, ab 25. Oktober fängt der Kurs bei euch an, werdet ihr ein Bein auf dem Tisch haben.
und müsst eigentlich so die Schichten finden. Und so könnt ihr euch das eigentlich wunderbar beibringen. Okay, welcher Muskel liegt vor dem Knochen, welcher Muskel liegt hinter dem Knochen und so weiter und so fort. Und auch in der Prüfung kann es gut sein, dass ein Schnitt dort liegen wird und ihr euch orientieren müsst. So könnt ihr euch gegenseitig abfragen und wirklich, das ist der Vorteil zum Atlas. Also beim Atlas habt ihr solche Ansichten nicht einmal und hier könnt ihr euch Prüfungssituationen wirklich selber wiederherstellen. Gut? Genau. Jo. Wollen wir noch auf die detaillierten Modelle eingehen? Ja, voll. Gute Idee. Also ihr seht, es gibt auch einzelne Modelle der Mikroanatomie, Histologie und da kommen laufend mehr dazu. Das ist jetzt die Zunge. Da seht ihr eigentlich die einzelnen Schichten detailliert und könnt auch diese brauchen. Also das ist mega gäbig, also praktisch, weil das hilft euch, einzelne Histomodelle und so weiter und die Mikroanatomie wirklich zu verstehen, von Gefäßen, Auge, Ohr. Und da kommt laufend auch Neues dazu. Also ihr seht, die App entwickelt sich wirklich auch weiter. Ich würde noch die Library gerne zeigen. Mhm. Ist gut. Gut. Da oben rechts habt ihr die Library, also die Bibliothek. Und das ist eigentlich ein Netzwerk, wo Studenten aus der ganzen Welt selber Modelle herstellen können und diese teilen mit euch. Also wenn ihr zum Beispiel das Thema Leber habt, könnt ihr einfach Liver eingeben und könnt dazu das Modell finden. Das heißt, es kommt eigentlich einem Atlas sogar entgegen. Also ihr könnt auch vorgefertigte Modelle finden. Nehmen wir jetzt doch eins als Beispiel, JAV. Der Willi hat sich für ein Herzmodell entschieden. Also ihr seht, das Herz ist schon beschriftet, die einzelnen Arterien sind schon beschriftet und ihr könnt euch so Zeit sparen und müsst das nicht einmal selber herstellen. Gut. Genau. Genau. Ist noch etwas? Nee, das war alles. So. Ah, genau. Bei den Knochen habt ihr auch das Pluszeichen, das ist noch ziemlich praktisch. Also ihr seht hier die roten und blauen Flächen und zwar ist das jeweils der Ursprung und der Ansatz. Ihr könnt da einfach auf eine Fläche drücken und seht dann eigentlich, welchen Muskel dort ansetzt. Also keine Ahnung, der Bizepsmuskel oder Musculus brachialis und so weiter und seht, welche Fläche der vom Knochen einnimmt. Das ist mega praktisch, gibt es nicht in jedem Atlas und hilft euch wirklich zu verstehen, wie verläuft der Muskel. Und das ist eigentlich auch das Hauptthema des ersten Jahres. Vielleicht als Tipp, konzentriert euch für die Prüfung wirklich auf euer Anatomie-Skript. So, dass ihr diese Woche wahrscheinlich erhalten werdet, weil das sind wirklich die Prüfungsfragen, die detaillierten Lernziele. Genau. Gut, wenn wir noch zum nächsten Abgabe. Beste Funktion genau. Noch. Können wir Ihnen gleich zeigen, wie es hier im Studio aussieht. Und zwar ist eine Funktion, könnt ihr das Ganze, euer Modell im Raum platzieren. Werdet zwar die Funktion nicht brauchen, aber es ist doch irgendwie cool, sowas zeigen zu können. Also ja, die Funktion werdet ihr im Studium eigentlich nicht brauchen. Also die Funktion werdet ihr wahrscheinlich im Studium nicht brauchen, allerdings seht ihr, dass die App sich wirklich weiterentwickelt und auch neue Funktionen dazukommen. Gut, wenn wir jetzt weitermachen mit Notability. Okay, jetzt werde ich euch so zeigen, was ihr für coole Notiz-Apps brauchen könnt, um praktisch Zusammenfassungen zu machen. Und das erste App, was ich euch gerne zeigen möchte, ist Notability. Das gibt es für iOS und Mac. Und zwar könnt ihr mit diesem Programm sehr praktisch Zusammenfassungen machen. Okay. Geht gerade nicht. So, jetzt. Das probieren wir mal das mit einem anderen App. Mit GoodNotes. Ja. Ein anderes App, was wir euch gerne zeigen möchten, heißt GoodNotes. Und zwar könnt ihr mit diesem App sehr praktisch Notizen machen. Das ist angeordnet wie in einem Notizbuch mit verschiedenen Covers. Und da könnt ihr eben so, wenn ihr ein iPad habt zum Beispiel, könnt das gerade beschriften. Wenn ihr einen Apple Pencil habt, ihr könnt Sachen in diese Folien hineinschreiben. Ihr könnt Sachen markieren. Ihr könnt aber auch eben die Präsentation in diese App hineinladen und dann dort Sachen markieren. Hier habt ihr ein schönes Beispiel, wie das so aussehen kann, wenn man dann so ein Mindmap macht mit verschiedenen, verschiedenen Notizen, Beispiel Arrhythmika oder Diuretika. So kann das aussehen.
Das Praktische ist, wenn ihr so ein iPad habt und das als Notizbuch verwendet, ihr seid dann sehr frei mit dem Stift. Ihr könnt dann Strukturformeln zeichnen, weil die wird diese Woche noch Chemie haben. Und dann denkt an den Professor Remo. Der wird euch dann ein paar Strukturformeln auf dem Hellraumprojektor aufzeichnen. Und da seid ihr natürlich sehr frei, wenn ihr das Ganze mit so einem Stift aufzeichnen könnt. Genau. Gut, nachher. Wollen wir noch einmal probieren, Notability, ob es vielleicht jetzt funktioniert, weil das wäre wirklich noch praktisch, weil das eigentlich meine Lieblings-App ist. Aber es möchte irgendwie nicht. Vielleicht können wir eine Frage zwischenschalten. Ja, sicher. Jemand schreibt, GoodNotes und Notability sind aber in den Grundsätzen recht ähnlich von den Anwendungen, welche sie haben. Stimmt das? Ja, sie sind wirklich sehr ähnlich. Ich selber präferiere Notability, weil es ist irgendwo durch leichter zum Anwenden, als irgendwo intuitiver. GoodNotes hat mehr Möglichkeiten, aber ist dadurch auch nicht so intuitiv. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu aussieht. Also ich persönlich brauche auch Notability, weil GoodNotes ist mehr so ein Notizheft und es ersetzt eigentlich euer Notizheft. Also wenn ihr kein Notizheft mitnehmen möchtet, könnt ihr einfach ein Notizbuch starten und habt so fächerweise. Notability ist viel praktischer, da wirklich, ich finde, es ist übersichtlicher und auch die Interaktion mit dem Stift und so ist sehr durchdacht. Ihr könnt auch Sachen einscannen und einfügen. Also es ist sehr intuitiv und übersichtlich. Genau. Wir hoffen, dass es bald funktioniert, denn wir könnten euch coole Beispiele zeigen, aber wir machen sonst weiter mit den nächsten Apps. Genau. Oder darf ich noch mit einer Frage unterbrechen? Ah, ja, klar, ja. Machen wir. Mehrere Leute haben gefragt, ob das nur für iOS ist. Ja, das App ist nur für iOS und Mac Notability, aber wir zeigen euch jetzt noch die Lösung für diejenigen, die gerne Windows oder Surface Book brauchen. Die meisten brauchen dann das App OneNote oder das Programm OneNote, das können wir euch auch zeigen. Und zwar sieht das so aus auf dem iPad. Wir haben das geordnet nach Wochen zum Beispiel. Ich persönlich habe das mein Studium nach Fächern gegliedert und dann könnt ihr eben auch wieder Folien in das Programm importieren, habe dann nebendran die Möglichkeit, Sachen zu notieren. Da haben wir noch Fotos gemacht von der Vorlesung, von Sachen, die nicht erwähnt wurden in der Präsentation. Aber da ihr jetzt Podcasts habt, habt ihr das Problem nicht mehr. Genau. Ihr könnt auch hier wieder Sachen mit dem Surface Book reinzeichnen. Ihr könnt auch hier Notizen machen. Ihr könnt auch nach Wörtern suchen, die ihr notiert habt, weil es gibt Texterkennung. Und zum Beispiel, wenn ihr dann ein Anatomie-Atlas runterladen möchtet, wie zum Beispiel den Prometheus, den könnt ihr kapitelweise herunterladen. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn ihr das auf dem iPad habt oder auf dem Laptop, könnt ihr einfach nach dem Muskel suchen und dann erscheint die entsprechende Seite beim Anatomie-Atlas. Yes. Gut. Darf ich auch noch eine Frage? Ja, sicher. Sicher. Es wurde gefragt, ob die Uni bei OneNote irgendeine Lizenz hat, dass man auch Speicherplatz auf OneDrive hat. Mhm. Meines Wissens nicht, aber vielleicht wisst ihr mehr. Doch, ihr habt 5 Terabyte Speicher von der Uni und könnt wirklich synchronisiert unbedingt eure Notizen mit OneDrive, weil ihr habt unbegrenzt eigentlich Speicher, das reicht locker für das ganze Studium. Und wenn mal etwas mit dem iPad ist oder so, seid ihr nicht aufgeschmissen in der Lernphase. Also nutzt das, das ist gratis, auch OneNote ist gratis und alle Office-Programme. Ich möchte das gerne noch zeigen. Genau, das wäre auch noch ein Punkt bei uns. Das habe ich lange nicht gewusst. Ihr habt vom Studium her gratis Office, also Microsoft Office, PowerPoint, Excel und auch OneNote gratis zur Verfügung gestellt. Und ihr könnt das mit einem Link online, wir werden das noch in den Chat hineinstellen, den Link. Da gibt es eine Anleitung, könnt aber auch googeln, Office Uni Bern. Und da gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr das Ganze herunterladen könnt. Und das ist auch sehr praktisch. Genau. Genau. Vielleicht, wenn wir gerade sind, Complete Anatomy könnt ihr auch so finden, also einfach Bibliothek Medizin über Apps. Wir werden euch den Link auch in den Chat einblenden und hier habt ihr die Anleitung. Bitte verunsichert euch nicht, wenn die App nicht gerade von Anfang an die vollen Funktionen bereitstellt, denn das kann bis zu einigen Tagen gehen. Also es kann auch eine Woche gehen. Einige bekommen schon nach einem Tag den vollen Zugang, andere erst später. Aber hier findet ihr auch die Anleitung und die App ist auch lizenziert und gratis für euch. Können wir noch ein paar Fragen aus dem Plenum nehmen? Mhm. Ja, ist klar. Also die erste ist, kann man bei OneNote die Notizen A4 ausdrucken?
Das ist eine gute Frage. Ich bin noch nie in diese Situation gekommen, wo ich Ja, das machen also musste. ich persönlich habe wie das iPad, damit ich nicht mehr Blätter mit mir rumschleppen muss. Darum habe ich es nicht probiert. Ich denke, ihr könnt es sicher ausdrucken. Allerdings wird es ein bisschen kleiner sein, also die Vorlesung und die Notizen draufzubringen, weil die Notizen bei OneNote eigentlich auf der Seite stehen meistens. Genau. Aber es sollte gehen. Einfach die Darstellung, denke, wird nicht optimal sein. Müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Nächste Frage, ist Microsoft Teams notwendig? Muss man das installieren? Noch nie gebraucht. Noch nie gebraucht. Also braucht ihr nicht. Reicht ein Laptop ohne Touchscreen oder sollte man so etwas anschaffen? Und da möchte ich gerade noch nachschieben, es war vorher noch eine Frage. Empfehlt ihr die Anschaffung eines Laptops, eines iPads? Ja, ich persönlich würde sagen, wenn ihr ein Gerät kaufen möchtet, kauft euch von Anfang an ein iPad Pro. Also, weil ich persönlich finde, es ist das praktischste Gerät für das Studium, vor allem in den ersten 2 Jahren. Da ich wirklich alle meine Bücher und auch wenn ich ein Fachpraktikum habe, zum Beispiel Chemie, kann ich einfach schnell mein Blatt einscannen und dann alles digital notieren. Also, es ist mega gabbig. Eure Blätter werden nicht mehr nass. Ihr habt nur ein Gerät. Es ist leicht. Ihr könnt direkt reinschreiben und könnt auch eine drahtlose Tastatur nehmen. Dann habt ihr auch ein bisschen den Laptop-Ersatz. Die Apps funktionieren flüssig. Im Präparierkurs könnt ihr einfach das Gerät mitnehmen, kein Atlas mitschleppen. Also ich finde das wirklich ein ideales Gerät eigentlich für das Studium, vor allem für das Medizinstudium. Ich würde es jetzt nicht jedem Studium empfehlen, aber in Medizin funktionieren wirklich die Programme sehr schön. Und wenn ihr jetzt schon einen Computer gekauft habt, kein Problem. Also ihr könnt doch auch überlegen, viele machen das so in meinem Studium, dass sie noch ein kleines iPad dazu haben mit dem Stift. Da müsst ihr nicht das Pro-Modell kaufen, denn das kostet etwa 1000 Franken. Aber ihr könnt einfach ein kleines iPad kaufen als Ergänzung, damit ihr das habt. Ist kein Must-Have. Also viele kommen auch mit dem Laptop klar. Aber einfach, wenn ihr die Entscheidung gerade habt, Laptop oder iPad, iPad. Hätte ich auch gesagt. Yes. Ja, es gibt da gerade eine Reihe offener Fragen. Wollen wir die Ja. kurz abarbeiten? Wir müssen ein bisschen Dampf machen. Ja. Wie sieht die Ordnerstruktur bei Notability aus? Falls es nicht klappt, könnte man eventuell einen Screenshot einblenden. Good idea, okay. Ja. Ah, welche vielleicht was nicht funktioniert? Wenn es so hey. Welche Ja, so wenn es so offen hey. Muss noch beenden. was Nein. wenn? Ah, vielleicht muss vorher eingezogen. Das Notability wegen. Muss noch beenden. Es ist schon Ist schon zu, beendet, okay. ja. Aber das bringen wir schon her. Gut, jetzt seht ihr das Bild. Ja, ihr seht hier eigentlich die Auflistung. Also rechts habt ihr, links, sorry, links habt ihr eigentlich die Auflistung. Ich habe das so gemacht, dass ich zum Beispiel zweites Studienjahr und dann jeweils Block Herz und dann die Vorlesung zum Block Herz habe. Hier seht ihr es eigentlich so als Beispiel. Also ich habe das eigentlich so gegliedert. Ich habe auch manchmal die Gliederung gewählt mit Wochen. Ich finde es im ersten Jahr praktischer, in Wochen zu gliedern, weil ihr ja eigentlich immer themenweise alles dann an einem Platz habt. Also meistens geht ja die Physikvorlesung und Chemievorlesung ineinander über und ich fand das praktischer, als das so zu verlinken. Falls die App jetzt immer noch nicht funktioniert, ist das eigentlich kein Problem, weil wir sehen uns beim letzten Workshop nochmal Tipps zum Medizinstudium und dann werde ich es sicher nochmal probieren. Ja, gut. Eben also die Auflistung ist eigentlich so, dass ihr wirklich den Raster habt links und da habt ihr so verschiedene Themen und Kategorien. Siehst du schon noch Frage, Jorge? Genau, also wir gehen noch ein bisschen weiter mit den Fragen. Wo kann man das herunterladen, OneDrive? OneDrive. Auch über den Link, Ja, den wir euch geben werden. Also, Microsoft Office. genau, wir schicken euch den Link, dann könnt ihr ladet gerade alle Microsoft Office-Programme runter und dann sollte es funktionieren.
kann ich den OneDrive-Speicherplatz auch mit Notability etc. nutzen? Safe, ja. Ihr könnt das einfach verknüpfen bei den Einstellungen. Hätte ich dann sehr gerne gezeigt, aber geht einfach auf Einstellungen und dann synchronisieren, OneDrive wählen. Ist es möglich, dass das Layout sich verschiebt? Zum Beispiel schneidet es Seiten ab. Ich denke, das bezieht sich auf OneNote. Oder wenn man Folien reinkopiert, vielleicht. Das, also, nein. Nein, es schneidet nicht. Genau. Einfach die Seiten bei Notability sind nicht ganz eine A4-Seite, aber schon sehr close. Also fast eine A4-Seite. Habt ihr eine Empfehlung für eine App zum Einscannen? Notability. Yeah. Ja, also eigentlich Notability macht das auch. Sonst gibt es eine App, das heißt Scanner App. Die kostet ein bisschen was, aber ist sehr gut. Yeah. Da könnt ihr Sachen einscannen, macht das auch fast automatisch. Und dann könnt ihr das Ganze auch wieder reinkopieren in eure Notiz-Apps und damit Notizen machen. Wenn ihr das Geld sparen möchtet, ihr habt die Notizen-App vom iPhone, die kann auch scannen. Reicht das iPad Pro als Laptop-Ersatz? Ja, 100%. Also ich bin komplett auf iPad umgestiegen und die Leistung reicht locker aus für alles. Ich glaube, Complete ist auch viel flüssiger aus auf dem Laptop. Und wenn ihr euch das iPad Pro kauft, ich würde das Große nehmen, denn das ist genau eine A4-Seite groß, reicht das locker. Wo hat man Zugang zu 5 Terabyte Speicher? Wie kommt man zu dem? Auch wieder über den Office-Link. Wir geben euch den Link. Genau, dort ist alles von Microsoft drauf. Bietet die Unibail Notability gratis an? Leider nicht. Leider nicht, kostet 10 Franken. Auf dem iPad kommt bei mir immer die Fehlermeldung, dass es nicht funktioniert, so wie beim Smartphone. Gibt es eine Anleitung für die... Aha, da geht es um Installation für das Mail auf dem iPad. Aha. Gibt es sicher Anleitungen? Wie man das Mail installiert? Ja. Also ich habe es mit dem Outlook-Mail funktioniert es nicht, weil irgendwie die Synchronisation mit dem Campus-Account schwierig ist, aber mit eurem Mail-Account, einfach mit dem Mail-Programm, das ihr auf dem iPad habt, sollte es gehen, wenn ihr es verknüpft. Dann empfiehlt jemand Office Lens fürs Einscannen. Kenne ich nicht. Ja, geben wir einfach so weiter. Office Lens. Es gibt empfehlenswerte Laptop-Tablet-Alternativen, die nicht von Apple sind. Mhm. Ja, es gibt das Surface Pro oder Book, wie das heißt. Surface Book, das hat auch einen Stift und da könnt ihr das Ganze wie ein iPad einfach als Laptop brauchen. Mhm. Genau. Funktioniert das Unimail mit dem Outlook-App? Nein. Ich brauche es nicht, aber ich brauche es mit dem iPhone, mit dem iOS-Mail-App. Ich habe es mir umleiten lassen. Ja, genau. Man kann es auf sein eigenes Mail umleiten. Also jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich hoffe, dass es irgendwo ein Tutorial gibt im Internet. Schnell gucken, wie viele Fragen da noch sind, aber wir müssen Zeit für alle haben. Wie sind wir denn zeitlich? Ja, wir hatten nur ein paar Apps, oder? Nehmen Sie die Notion. Ja, muss ich unbedingt. Achso, lass sie. Ja. Okay. Und wann wird der Daniel anfangen? Kannst du mal schauen. Ja. Das ist jetzt leider auch gar nicht vorne. Aber das Notability drücken wir noch. 8:45 bis 9:15. Und was haben wir jetzt? Jetzt ist 9:25. Also sind wir schon eine halbe Stunde im Verzug? Gemäß Plan. Ja. Und der Daniel wird am 4. Uhr anfangen, 10 Minuten sind wir so gesehen. Das geht eigentlich. Aha, boom, aus, ja. Ja, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Dann machen wir noch diese Fragen. Ihr könnt dann noch die andere App zeigen. Und dann beginnen wir mit dem Amboss-Workshop halt 10 Minuten später. Mhm. Okay, dann. Mhm. Wie viel Speicherplatz hat ein iPad? Die neuen beginnen ab 128. Sollte euch auch reichen, weil ihr könnt dann immer noch die iCloud dazu kaufen, wenn ihr wollt, und dann tut es den Speicherplatz in die Cloud verlagern und dass ihr immer genügend habt auf dem iPad. Kostet 3 Franken pro 200 Gigabyte. Ich habe jetzt das kleine iPad Pro. Soll ich ein größeres besorgen? Geht es auch, die Daten auf der Cloud zu speichern oder soll man OneDrive benutzen? Die Daten könnt ihr auch in der Cloud speichern, wie ihr das möchtet. Wenn ihr genug Cloud-Speicher habt, braucht ihr Cloud-Speicher. Und das kleine iPad reicht auch. Also die Leistung ist ja eigentlich identisch, nur ihr habt ein größeres Bild, was ihr bevorzugt. Das kleinere ist sicher praktischer zum Transportieren. Dann gibt es jemanden,
Tiny Scanner empfiehlt. Das wird sicher wieder eine Scan-Software sein. Die heißt also Tiny Scanner. Ja, wieso nicht? Ist das Magic Keyboard von Apple zu empfehlen oder reicht eine günstigere Alternative? Das ist echt einmal. Ja, also die, wo das Magic Keyboard haben, das ist natürlich das Beste, wo auch sehr gut mit dem iPad funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob andere Bluetooth-Tastaturen mit dem iPad funktionieren. Genau. Ja, genau. Nehmt einfach, was ihr habt. Es waren jetzt viele Fragen. Wie meldet man sich bei Complete Anatomy? Könnt ihr nochmal wiederholen auf der Webseite und dann... Also ihr müsst mit dem EduRoam verbunden sein und meldet dann euch einfach mit den gleichen Login-Daten wie beim Campus-Account an. Und ja, dann sollte es eigentlich funktionieren. Einfach Campus Network und EduRoam anhaben. Okay. Und wie findet man diese Webseite? Gebt einfach Complete Anatomy oder ja, was soll ich machen? Bibliothek Medizin. Dann einfach alles nach unten scrollen. Hier habt ihr Apps. Complete Anatomy. Genau. Voilà. Gut. Gut, ja. Geht's noch weiter? Ja, genau. Ich lese mal vor. In meiner iOS-Mail-App vom Handy kann ich keine Mails senden. Ist das normal? Ich weiß nicht, ob wir wirklich genug Zeit haben, auf solche technischen Fragen einzugehen. Falls mir diesmal ein Mensch sagt, komm echt zu uns, du kannst schnell anschauen. Genau, und sonst einfach ansprechen. Einfach ansprechen, ja. Wie kann ich das Unimail auf meinem Android-Gerät bringen? Selbe Frage, euch ansprechen oder Informatikdienste? Ja, voll. Ich meine iCloud, das ist eine unvollständige. Will's Willi wissen? Ja, Willi will's wissen. Das ist ein Insider-Gag. Gibt es Complete Anatomy auf Windows? Gibt es. Wie wird das Wetter morgen? Nice. Anikard. Wenn ich Office 365 über die Uni herunterlade, muss ich dann noch OneDrive separat herunterladen oder anmelden? Ich glaube anmelden. Anmelden. Top. Super. Gut. Ja. Ihr seht uns dann beim nächsten Workshop Tipps zum Medizinstudium nochmal mit zwei weiteren Kollegen. Da könnt ihr uns nochmal mit Fragen rund ums Studium bombardieren. Und bis dahin schauen wir, dass Notability funktioniert. Wenn es funktioniert, können wir es gerne nochmal kurz zeigen. Genau. Sehr gut. Vielen Dank. Merci vielmals für eure Aufmerksamkeit. Tschüss zusammen.